So, willkommen zum neuen Video. Ich habe mich jetzt nach ein paar neuen Bieren umgeschaut bei Lidl. Und zwar ist das einmal, das habe ich hier schon, da habe ich hier schon den, bin ich hier schon sozusagen beim letzten Schluck angekommen. Das ist das Weizen Pale Ale. Wie ihr wisst ja, Weizen soll man jetzt nicht eisgekühlt trinken. Ich sag mal so, ich finde, man sollte es nach Geschmack machen. Also jetzt nicht darauf hören, was irgendwie andere sagen oder die Empfehlung sagt. Was steht hier? Hier steht drauf, für das hefefruchtige und malzintensive Weizen Pale Ale gebraut. Mit drei erlesenen Malzsorten und sehr ausgewogenen Zitrus- und Exotik-Fruchtnoten. Verliehen von den besonderen Hopfensorten Citra und Hallertauer Blanc. Oder wie das ausgesprochen wird, nimmt der Farmer jedes Risiko auf sich. Also, das ist ein bisschen so. Ein bisschen jetzt Kino drumherum, wie das hier auch schon steht hier. Let's oil the Gears of Life, was so viel heißt, irgendwie, keine Ahnung, bring irgendwie Schwung in dein Leben oder so ein Scheiß. Also irgendwas steht da drauf. Also ein bisschen Philosophie ist hier drauf, aber das ist auch verdient, weil das Bier schmeckt echt gut. Das ist jetzt Weizen Pale Ale, weicht von jedem Mainstream des Weizens ab, jeden Mainstream aus vom südlichen Weizenbier. Und auch Urweizen und so kommen geschmacklich, finde ich, nicht an dieses Bier ran. Bezahlt habe ich dafür normalerweise 69 Cent. Jetzt hat Lidl irgendwie die Mehrwertsteuer weg. Das heißt, Lidl ist ja ohnehin schon billig. Das heißt, er hat 67 Cent bezahlt plus 25 Pfand und der Preis ist mehr als gerechtfertigt. Der Geschmack ist klasse. Der würde sogar jeglichen Biertrinker von anderen Biersorten überzeugen. Ich trinke normalerweise Pils oder Alt, bin jetzt kein Weizenfan, aber dieses Bier ist einfach anders. Testen werde ich gleich noch ein paar andere Craft-Biere und wir machen jetzt erstmal einen Schnitt, bis ich das nächste teste. So, jetzt ist das nächste Bier dran. In Anbetracht dessen, dass ich vorher ein Weizenbier getrunken habe, was natürlich von dem klassischen Weizen, was ich bis jetzt getrunken habe, abweicht, trinke ich jetzt ein German Red. Ich schätze mal, es wird Rot-Gold sein, werden wir gleich sehen, die Farbe. Die Schaumentwicklung wird jetzt natürlich nicht so gut sein wie beim Weizenbier oder jetzt sagen wir einem IPA oder einem Blanc-Bier. Jedenfalls schätze ich, es wird so eine Art, ein Zwischending zwischen Hövels und vielleicht Hövels und Duckstein sein. Rot-goldenes Bier hat mir bis jetzt immer geschmeckt, vor allem wenn es aus Deutschland kommt. Die können das einfach, wie hier in Deutschland. Wir können das mit rot-goldenem Bier, wir können das mit Pils. Und wir können das auch mit Weizen, wo ich jetzt sage, das wird in ganz Deutschland verbreitet, wie sage ich mal, mit Altbier können es die Düsseldorfer und man sollte es auch ihnen überlassen. Aber natürlich immer noch Deutschland. Ja. Ja, aber jetzt Ruhrpott ist Pils, Süden ist Weizenbier. Und dieses Rot-Goldene, naja, das. Wenn es da Regionen in Deutschland gibt, die das gut können, das ist ja jetzt von einer Craft-Bier-Brauerei. Es ist Powered by Lidl. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das braucht. Wahrscheinlich irgendeine kleine Brauerei, die mit Lidl zusammenarbeitet. Jedenfalls, ich bin gespannt. So, machen wir das auf. Sehr schön. Jetzt achten wir genau auf die Schaumentwicklung. Es wird jetzt nicht so gut sein wie bei dem Weizen, das ist aber verständlich. Ja, welch eine Überraschung. Es scheint so, als ob es sogar besser als beim Weizen ist. Bisschen sacken lassen. Und wir machen jetzt wieder einen Schnitt. So, bis sich das Bier vom vielen Schaum erholt hat, werden wir hier mal die Dose begutachten. Also hier stehen die Zutaten, sind aufgelistet. Okay, hier steht Privatbrauerei Eichbaum GmbH und Co. KG, Käfertaler Straße 170, das ist in Mannheim. Ja. Und wenn eine Brauerei dieses rot-goldene Bier gut kann, dann ist es scheißegal, woher die kommt. Die müssen es halt einfach nur können und man weiß aus Erfahrung halt, dass zum Beispiel die Düsseldorfer am besten Altbier können und die im Süden dann am besten das Weizenbier. Aber ich werde jetzt trotzdem mal zum Test etwas nachschauen. Ich mache mal wieder einen Schnitt. Ja, so gut wie ich auf Zack bin, habe ich jetzt gerade mal nachgeschaut, von welcher Brauerei das Weizen Pale Ale stammt und es ist ebenfalls von der Mannheimer Brauerei, was mich jetzt
Auch wenig überrascht, das heißt, eine kleine Brauerei, die relativ neu ist, arbeitet mit Lidl zusammen und hat sozusagen einen Vertrag mit denen. Das heißt, der Preis wird teilweise entschieden. Lidl verkauft es für die Brauerei und das ist meiner Meinung nach eine gute Sache, weil wie soll ich sagen, wenn dieses Weizen Pale Ale schon jegliche Weizen schlägt, die ich bis jetzt getrunken habe, dann muss das einen Grund haben und da macht es auch überhaupt, spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, wie alt die Brauerei ist oder wie viel Tradition dahinter steckt. So. Das Glas ist übrigens vom Pilsner Urquell, aber da sieht man jetzt die Beschriftung oben nicht mehr. Die ist vom Spülen abgegangen. Schaum hat sich erholt, jetzt werden wir ein bisschen nachkippen. Das sieht fantastisch aus. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Das Bier ist nicht nur rot-gold, das ist meiner Meinung nach rot-rot. Ja, also sehr dunkelrot und das sieht einfach nur klasse aus. Das Bier schmeckt gut, aber ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen höhere Erwartungen an dieses Bier. Also man sieht es hier, hat 7,9%. Ich bin Fan von Bieren, wo zwar Stärke drin ist, wo man die Stärke aber nicht rausschmeckt, weil Stärke heißt mehr Alkohol und dass es auch süßlicher schmeckt. Davon bin ich eigentlich kein Fan. Aber dieses Bier überrascht. Und es schlägt jetzt, kommt jetzt nicht an einen Duckstein oder an einen Hövels ran. Aber das ließ sich vorher durch den Preis nicht vermuten. Aber wir haben ja jetzt das Resultat und das ist, denke ich mal, eindeutig. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ist ein Kauf wert, wenn ihr bei Lidl seid. Testet unbedingt alle Craft-Bier-Sorten, die ihr dort findet. Ich habe jetzt 4 Stück gefunden. Eins ist zum Beispiel noch ein Steam Brew, das ist aber ein IPA, ja? Und das eine hat 4,9 und das andere 7,8. Ich werde gucken, ob ich eins von beiden noch in dieses Video reinquetsche oder ob wir das jetzt beim nächsten Mal machen. Jetzt mache ich mal noch mal kurz einen Schnitt, bis wir das nächste Bier testen. So, da bin ich wieder. Das zweite Bier und damit vorletzte Bier für heute ist damit getestet, was ich jetzt mit diesen beiden gemacht habe. Ich habe sie jetzt nicht auf die empfohlene Temperatur von jeweils 11,5 Grad gebracht und auch nicht, erst recht nicht, auf diese hier empfohlen von 16,8, weil ich sage mal so, es ist immer Geschmackssache und man sollte sich jetzt, wenn man jetzt wirklich hier ein Freund davon ist, dass ein Bier erfrischen soll, auch wenn es noch so, na, wie soll ich sagen, auch wenn es noch so sehr auf den Geschmack drauf kommt, man sollte es so trinken, wie man es mag. Ich weiß, in gewissen Teilen von Großbritannien trinkt man das komplett warm. Ich habe dieses Bier noch nie getrunken. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich dabei um gewöhnliches Stout handelt oder Porter. Jedenfalls warm würde ich es dann, wenn ich schon trinken, wenn ich mal dort bin, um mich dann in dem Sinne in Anführungszeichen anzupassen. Vom Namen her Imperial IPA, also Imperial IPA. Und von der Prozentzahl von 7,8 wird das Bier mit Sicherheit interessanter sein. Aber ich habe einen ganz verrückten Test und zwar, ich hatte ja vorher das Weizen Pale Ale, hatte 4,9%. Jetzt habe ich ein relativ starkes getrunken mit 7,9% oder 7,8, das German Brew, das rote. Also Steam Brew, Red German. Und ich werde jetzt also abwechselnd trinken. Ich habe 4,9 erstmal getrunken, danach einen 7,8 oder 7,9. Jetzt werde ich wieder einen 4,9 trinken. Das wird jetzt nicht ganz so interessant sein wie das Imperial IPA, aber es ist ein Session IPA und ich bin mal gespannt auf dieses Bier. Vor allem, wie es sich direkt nach dem Verzehr eines Starkbiers schmecken lässt. Was interessant war, was ich gerade festgestellt habe, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so gut seht. Das hier hat 4,9%, ist haltbar bis 6.5.2021. Dieses Bier hier hat 7,8% und ist haltbar bis 25.03.21. Ich hätte es jetzt eigentlich umgekehrt erwartet, dass das stärker länger haltbar ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Einlieferungsdatum oder an den Verkaufszahlen liegt. Jedenfalls, es ist jetzt erstmal eine Tatsache. Jetzt werden wir das testen, insbesondere dazu, weil das Steam Brew. Das lasse ich vielleicht wirklich beim nächsten Test mal länger außerhalb des Kühlschranks, damit es wirklich mal ein bisschen mehr Zimmertemperatur annimmt. Also 16,8, da fehlt nicht mehr viel bis zur 20. Dann haben wir die Zimmertemperatur. Und wir werden jetzt erstmal das hier trinken.
das Steam Brew Session IPA. Mal was Erfrischendes wieder nach dem rot-goldenen German Red. Also rot-rot in dem Sinne, es war ja sehr dunkelrot, wie man gesehen hat. So, erstmal aufmachen. So, das haben wir. Die Schaumentwicklung ist sehr gut. Da gibt es überhaupt gar keinen Makel. Das heißt, das ist schon mal mein Favorit der drei getesteten Biere, was die Schaumentwicklung anbetrifft. Ein bisschen sacken lassen. Und wir machen wieder einen Schnitt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Bier hatte sich zwischenzeitlich vom Schaum erholt, in Anführungszeichen. Und ich habe da nochmal zwischenzeitlich nachgekippt. Jedenfalls, ihr seht jetzt, die Schaumkrone ist nicht allzu groß, aber das werde ich dann gleich verzehren. Und in der Zwischenzeit, bis ich das wieder erholt habe, werde ich gleich nochmal ein bisschen nachkippen. Jedenfalls, ja, wie gesagt, hier steht wieder das gleiche drauf. Let's oil the gears of life. Also, weiß jetzt nicht wortwörtlich, irgendwas mit Öl. Also Öl nochmal irgendwie das Gefüge deines Lebens oder sowas. Also wieder ein bisschen Philosophie auf der Dose zu finden. Hier steht drauf, ich werde das mal ein bisschen überfliegen, jetzt nicht die ganze Zeit in der Kamera halten. Der schlanke, aber dennoch aromatische Körper des dreifach gehopften Session Pale Ale sorgt für ein außergewöhnliches Trinkerlebnis. Exotische und tropische Fruchtnoten verleiht der exklusive Hopfen Vic Secret. Die Spezialität der Schwester schmeckt am besten zwischen 6 und 10 Grad Celsius Trinkertemperatur. Also ihr merkt was, die Beschreibung widerspricht eindeutig der auf der Dose wiedergegebenen Trinkempfehlung. Hier steht nämlich drauf 11,5, wobei ich weiß jetzt nicht, hier steht jetzt nicht 11,5 Grad, sondern 11,5 Plateau. Also da bin ich überfragt, habe jetzt auch keine Lust, das im Internet nachzurecherchieren. Bittereinheiten 35 EBU. Ihr kennt mich, Farbe Goldgelb. Also ich sag mal so, ihr kennt mich ja. Und mir kommt es halt meistens auf den Geschmack an und dass es wenigstens ein bisschen erfrischend ist. Jetzt nicht so, dass es irgendwie einen überaus dominanten Geschmack, der jetzt wirklich jede Art von Erfrischung ausblendet. Davon bin ich wirklich kein Fan. Selbst ein Altbier erfrischt und das finde ich, ein IPA muss erst recht erfrischen. So, jetzt nochmal kurz einen Geschmackstest und dann sehen wir uns gleich wieder. Erstmal probieren. Das Bier schmeckt es mir aber meiner Meinung nach ein bisschen zu fruchtig. Und das ist eher für Leute, die Lust jetzt auf eine Art Bananenweizen haben. Das ist dann eine bessere Alternative jedenfalls. Wir sehen uns gleich wieder und dann seht ihr mein Schlussfazit. Und ich sage euch, welches Bier mir am besten geschmeckt hatte, geschweige denn welches mich am meisten überrascht hat. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit meinem schlussendlichen Fazit und natürlich einem bisschen mehr als einen halben Stamperl echtem Übersee rum. Von Aldi 5,69 € kostet die Flasche. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Marke heißt Steuerrad, das heißt irgendeine Eigenmarke. Den ich hier noch, dachte ich mir, werde ich hier mal ein bisschen noch vorstellen. Da ich davon jetzt noch gleich ein kleines Pintchen nehmen werde. Wegen seiner großen Geschmacksfülle eignet sich Rum hervorragend zu mixen. Das heißt, es wird hier verallgemeinert. Es wird gar nicht von diesem Übersee Rum gesprochen, sondern von Rum generell. Er ist die Basis vieler Cocktails, auch die beliebten Longdrinks Cuba Libre und hier steht das noch mit den Eiswürfeln oder Cola. Ich finde, es ist ein bisschen Klugscheißerei, weil es wird hier vom Rum allgemein gesprochen und das ist meiner Meinung nach nur ein bisschen so ein Anstoßpunkt, dass die Leute es öfter kaufen. Ich habe mir die Flasche trotzdem gekauft, weil ich finde, der hat eine Chance verdient und ihr seht ja, ich habe ihn mir schmecken lassen. Es ist noch ordentlich drin, das heißt, man kann sich noch ein paar Stamperl davon eingießen, aber das meiste ist halt schon weg und das hat auch guten Grund, weil er schmeckt wirklich gut und hat mich wirklich geschmacklich überrascht. So, bevor ich mir den gönne, werde ich euch jetzt mal noch das Schlussfazit sagen. Von allen drei Biersorten hat mir das Session IPA am zweitbesten geschmeckt. Jetzt werde ich das drittbeste natürlich nicht nach chronologischer Reihenfolge nennen. Das drittbeste war das German Brew, weil das hat mich etwas enttäuscht. Ich fand, er hatte ehrlich gesagt höhere Erwartungen daran, insbesondere deswegen, weil ich ein Fan von rot-goldenen Bieren bin, die insbesondere aus Deutschland kommen. Und am besten hat mir geschmeckt, dass das Weizen Pale Ale, ebenfalls von der Braumanufaktur aus Mannheim, also eine kleine Brauerei, die mit Lidl zusammenarbeitet. Wie alle vier Bier, die ich heute vorgestellt habe, drei davon habe ich getrunken. Und wie gesagt, schlussendliches Fazit,
ein Stammball. Bis zum nächsten Video.